Geschlechtskrankheiten erwähnt? Ich habe immer gesagt. Ja. Ich bin mir die Geschlechtskrankheiten nicht ganz sicher. Wiederhol es einfach mal. Geschlechtskrankheiten, ne? Verrückt, haben wir verrückt schon erwähnt? Ja. Moritz, bist du gerade zu Hause? Ja, hast du Geschlechtskrankheiten? Ja, okay, gut. Ja, bin ich. Ich bin der einzige aus unserer Gruppe, der eigentlich zum Mars reisen will als erster, oder? Ja, ich wäre eigentlich einer gerne der ersten, die auf diese Expedition gehen. Also Max ist noch irre im Kopf, haben wir schon irre erwähnt? Naja, verrückt, hast du ja schon erwähnt gehabt. Ja, verrückt, irre. Yannick, habe ich dir alle meine 64 Kisten zuschmissen? Ja. Also jetzt im Ernst? Ja. Ich bin dann aber gestorben, ne? Ich hab die nicht. Yannick. Ja. Ich hab die wirklich nicht. Weil ich dann zu dir TP, wo bist du wirklich? Alter, verpiss dich. Ich hab die wirklich nicht. Ich hab keine Rüstung an, Digga. Ich bin doch dann gestorben. Gut. Ich bin doch dann gestorben. Drückt mal Tab. Sieht das so aus, dass als ob Max den Mund offen hat? Ja. Nein. Kennst du vom Haar nicht? Die haben doch immer noch so einen roten Kamm. Das ist das. Der rote Kamm? Das. Du hast einen Mund. Du hast einen Mensch. Du hast aber so einen schicken Kopf. Achso, okay, da hab ich doch so. Ja, sieht so aus, als ob er einen Schwanz reinkriegen möchte. Max weiß nur unsere Koordinaten, ich bin jetzt bei Pascal, aber das bringt mir auch nichts. Ich weiß es nicht. Ich hab nicht keine Ahnung. Aber tippe dich nicht zu mir. Du findest sie ja nicht alleine raus. Ich weiß, ich will nicht mal zurück. Alter, unsere Koordinaten sind minus 52. Schreib's einfach mal mit Chat. Und minus... ihr kleinen Wichsviecher, Alter. Das kann sich Moritz nicht merken. Doch, minus 52, 70 und... Nein, nicht 70. Achso. 70. Ein Block ist auch noch. Also die Höhe ist jetzt nicht dabei, ja? Das ist jetzt. Die Höhe ist unwichtig, die Höhe ist. Ja, genau. Okay. Wie gesagt, Moritz, kann sich sowas nicht merken. Ich bin da. Okay, es war 63. Okay. Die Höhe. Ich glaube, ich habe mich verwirrt. Verwirrt. Alter, ich tp mich. Ich hab die nicht mehr. Ich hab die aber nicht mehr. Ich hab dir gerade dreimal gesagt, dass ich die nicht mehr hab. Ich hatte 6 Kisten, ne? Ja, ich hab 4. Weißt du, wie viel fucking Holz das war? Ja, viel. Ich bin dann aber gestorben und dann lagen die da irgendwo. Zwei. Weil ich weiß gar nicht mehr, wer mich getötet hat, Moritz. Kannst du dich vielleicht daran noch erinnern, wer mich getötet hat? Max. Was? Lass deine Aggression in Real Life aus, nicht im Spiel. War, hä? Ja, fickt euch doch. Such durch eine eigene Dierrüstung hier alleine den Meerestempel durchsuchen. Hey Max, ich komm mit, okay. Fick dich. Okay. Musst du doch wissen. Hey, du bist doch hier die Note. Ich sag fick dich, Alter. Nee, das sieht so nicht ein. Ja, ist so mega. Man muss dazu noch sagen, Max ist sehr, also spricht sehr viel in der Ironie, wenn er sagt, es ist mir doch egal, es ist gar nicht egal. Ja. Wenn Max sagt, er liebt euch nicht. Genau. Wenn Max hasst euch, dann hasst euch aber wirklich. Aber Pascal, ich bin jetzt eine Sache, dass wir uns vertragen. Ja, das würde ich auch. Nein! Wir werden unsere ganze Vergangenheit ich vergessen. Ich dachte, hier gibt mal Spannung in dem Scheiß. Pascal, wir treffen uns bei der Liebesgrotte. Okay. Und werden da ein neues Leben beginnen, okay? Okay, machen wir so. Wir werden uns einfach neu kennenlernen und... Wir werden einfach ein neues Leben beginnen. Und ich soll schwul sein, ist das euer Ernst? Ihr wisst schon, dass die Liebe gerade vollkommen aus Holz besteht, dass ich daneben stehe mit einem Lava-Eimer im Inventar. Oh, Zombie Pigman! Die Liebesgrotte ist eh Vergangenheit, würde ich sagen. Ich war fast voll. Ja. Wir werden ein Palast bauen. Noch ein Zombie Pigman, was wollen die denn alle? Ein Palast. Ich hoffe nicht aus Holz. Nee, aus Gold. Ich gebe jetzt einen Fick auf mein Pferd. Ne, das ist ein Sessel, oder Sattel brauche ich noch, weil ich ein neues Pferd brauche. Ich bringe Manuel Neuer mit. Ja. Ich versuche es, weil ich versuche irgendwie... Ey, mein allerliebstes, tollstes Pferd. Danke, dass du auf meinen Sattel aufgepasst hast. Du musst sterben, das Pferd. Tut mir leid. Ich muss eher in die Oberfläche. Opfer müssen gebracht werden in diesem Leben.
ja. Warum brennt hier der scheiß Wald? Das kann nicht gewesen sein. Bezweifle ich, hier ist Lava. Achso. Dann ist da vielleicht eine Lavaquelle. Meine Fresse, wie soll ich denn da langkommen? Frag mich das. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich bin. Ah, ditto. Ja, leg ich auch nicht. Hier, muss zwar über den scheiß See, aber ich komme nicht über den See. Hat die Fresse scheiß scharf. Nee. Das war's, glaube ich, mit der Liebesgrotte jetzt. Ist okay. Ich hab euch vorgesagt, ihr müsst jetzt den Palast bauen. Jetzt müsst ihr ihn bauen. Du hast es jetzt nicht ernsthaft abgebrannt. Doch. Oh Moritz. Pascal, doch, das ist okay. Ich dachte, ihr baut euch den fucking Palast. Machen wir auch, aber trotzdem. Zur Versöhnung brauchen wir doch. Okay. Mensch, ihr seid doch Urmenschen, Alter. Keine Ahnung. Irgendwas. Alter, können wir schlafen gehen? Nee, ich weiß nicht, unterwegs. Das wäre nett, weißt du, und. Ich dachte, ich bin ein Hurensohn. Das ist doch, wissen wir doch. Und Hurensohne können nicht schlafen 24. Gehen. Oh Gott, das wird ein langer Weg, Pascal. Aua, ich bin runtergefallen. Das wird ein sehr, sehr langer Weg, Pascal. Vorhin in der Nacht. Oh ja. Ich bin jetzt bei 2313. Und du so? Ja, sagen wir mal so... Hinter der! 400? Oh, bin wir da. Und 1000. Na, Max? Ach, 400, das geht ja noch. Und 1000? Oh. Ich muss beides so... Ich muss eigentlich so in die Richtung laufen. Ne, da geht's ja nach oben. Ich muss in die Richtung ungefähr laufen. Ja, das Problem ist bei mir war irgendwie... Dings. Wasser. Die ganze Umgebung. Warte, wir müssen... Oh, fuck that shit! Ich hasse es, in der Nacht zu laufen. Oh ja. Vor allem, wenn ich auf die Koordinaten konzentriert. Wieso? Ja, ich bin down. Ich hab grad Boom gemacht. Und das hat Boom. Ich glaube aber weg davon. Scheiße, Alter. Hier bin ich falsch. Ich komme halt echt nicht auf Koordinaten klar, ne? Aber da sind's mehr. Das ist scheiße, wenn man so viel Split meinen Tunnels gemacht hat, weiß man nicht mehr, welche der richtige ist. Gibt es, wenn ich eventuell nach unten komme und am Anfang stehe? Nö, ich habe ja die Koordinaten von Haus. Okay. Da wird das weniger, aber das mehr. Hä, wenn ich echt nur straight in eine Richtung laufe, müsste sich doch nur eine Koordinate verändern, ne? Eigentlich ja. Außer du läufst ein Stück schräg. Außer du läufst halt diagonal. Musst halt gucken. Die verändern sich beide. Ja, dann guck doch. Hast du nicht dieses Dreieck auf deiner, auf deinem ja. Cursor? Ja, grün, blau und rot ist das. Da muss halt in eine Richtung gehen, dass das grüne eins überdeckt. Da gehe ich ja, trotzdem verändern sich zwei. Ja, klar, kann es verändern sich. Es verändert sich immer zwei, Yannick, aber halt das eine verändert sich halt krasser als das andere. Das hat was mit Vektoren zu tun. Ich werde mir gleich ein Pferd suchen. Oh, ein Gott sprach zu mir. Nein, Pascal sprach zu mir. Oh Mann, jetzt hab ich die Knochen weggeworfen, tut mir leid, Hunde. Pascal hat gerade zur Gottheit gebetet, die immer noch keinen Namen hat. Ich sehe jetzt echt, ich sehe gerade bei Koordinaten nicht durch, ich bin... Alter Leute, ich muss weniger arbeiten gehen, ne? Verrecke doch einfach. Mach ich doch. Nee, jetzt mal im Ernst, also Mike, nee, stirb. Obwohl, das ist, wenn der wäre denn oft 10. Tote. Und du weißt, was im 10. Tod passiert? Ich sehe meine zwei Tode nicht an. Ja, also, dann hast du jetzt immer noch 9 Tode. Ja, trotzdem. Ich sehe meine zwei Tode immer noch nicht. Ja, die brauchst du nicht ansehen, das ist ja egal. Aber wenn du noch einen Tod hast, dann hast du den offiziell 10. Tod. Scheiß werde ich dann tun. Ja, dann muss. Nee. Ja, Janik, du musst und musst das Spiel spielen, The Amazing World. Halt die Fresse. Wir haben immer noch nicht, was das für ein Spiel ist. Kinderspiel. Moritz, ich sehe es nicht ein. Wir haben nicht eindeutig darüber abgestimmt. Übersehen wir. Wer ist dafür, dass Janik The Amazing World spielt? Ja, ich. Das ja nicht. Ich meine, jetzt beim 10. Tod. Darüber haben wir uns nicht alle einig abgestimmt.
Wer ist dafür, dass die Person, die zum 10. Mal stirbt, noch ein Spiel spielen muss? Nein. Am besten auch eine Folge, die mäßig wird. Nein. Also, ich bin dagegen, also nein. Wir sind nicht wir leben nicht in Demokratie, wir sind Führerstaat, das weißt du, ne? Ey, du weißt schon, wer der Führer ist, ne? Nein, wer der Führer ist. King. Adolf war der Führer. Pascal, du bist ja auch dagegen, ne? Ja, ich bin dagegen. Also, Max, du bist bestimmt auch dagegen. Hm, ich sag dir dann, wenn Marie mal und ich Feierabend haben, gleichzeitig. Also, du bist Mann, die sieht bestimmt noch nicht mal gut aus. Alter. Ich kann ja jemand Fotos schicken. Ja, schick mal, jetzt, bevor dass ich nachher nicht so alleine bin im Bett. Ja, ich hatte halt eh Nummer und so, ne? Daran hab ich gerade auch irgendwie gedacht. Ich sag mal so, Marie hat ja selber gesagt, sie ist ja so eine Person, die ist nicht gern alleine. Und dann wir gesagt, du schaffst es nicht, eine Woche alleine zu leben. Sie so, nein. Dann sag ich ihr, Montag auf Arbeit, ich habe 3 Kandidaten, die sich hinten anstellen. Ein Asiate? den holen wir dann noch dazu, das ist ja deine Vielfalt. Weiß sie, dass er, also sie weiß sie, dass er Asiate ist? Ja. Was hat sie darauf gesagt? Sie hat mich nur komisch angeguckt, wie sie es immer macht. Du bist mit den Asiaten befreundet? Ich hab Alter, weißt du, die stellen mir so richtig geil den Vietnamkrieg vor, Alter. Die würde durchgehen, fass dich nicht an. Die hat eine 10er Killstreak. Die hat eine 10er Killstreak. Hallo, dann holst du den Reaper raus und dann geht's ab, Alter. Das ist eine 9er, glaube ich, oder? Oder dann halt eine 9er, ja. Das geht schon klar. Nein. Es klang wie ein Rülpser, wie ein Furz und wie ein Niesen gleichzeitig. Oh, dankeschön. Gesundheit. Oh nee, ich kneife meine... Ich nies nie, ich nie laut. Du hältst die Nase zu, oder? Nee, ich kneife die so zu, so. Mensch, ja. Weil das ist auch nicht so gut fürs Gehirn, aber vielleicht platzt mir irgendwann eine Ader, vielleicht sterb ich dann einfach. Mit dem Livestream. Ich meine, das ist auch nicht so schlimm. Die Tastatur. Dann so mein neuer Pentakel. 72 Stunden Livestream oder was? Du bist deine Eltern reinkommen. Max, lebst du noch? So. Max, hier stinkt so, was ist passiert? Ich bin wieder zu Hause, ich hab's geschafft. Ich bin auf weit, weit Weg. Ich geh erstmal X auf Minus. Und dann gehe ich auf Y. Ich hab X geschafft, X hab ich geschafft, Leute. Hallo Max, dir dein Abschied. Was geht? Ich weiß nicht, wo du bist. Na, oben im Haus. Frontale BAM! Erstmal schön gegen Ugo gegenfahren. Scheiß! Die Fresse, verschauf! Schalt die Fresse! So. Erde. Ärzte. Ach, wir haben ja schon ein bisschen Gold. Ja, und ich habe auch ein bisschen Gold mit. Also, aber ich habe mein Gold für meine Apfel denn. Boah, die bringen ja auch was zu essen. Ich hab auch einen Slimeballs.